Wunderschönen guten Buongiorno, meine Freunde. Ich begrüße euch zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wie ihr sehen könnt, es ist arschkalt. Wir haben 10:30 Uhr morgens und minus 6 Grad. Und ich werde jetzt mein Rad hinten aufs Auto packen. Und dann geht's ab zum Q-Pendler. Und was uns da erwartet, das seht ihr gleich. Viel Spaß beim Video. Das Bike ist aufgeladen, wir sind ready to go. Ich will euch nur kurz erzählen, warum es heute überhaupt zum Q-Pendler geht. Und zwar, ja, wie ihr sehen könnt, hier liegt Schnee, es ist schweinekalt. Die erste Saison mit dem neuen Bike ist offiziell vorbei. Und ich fahre jetzt mal dahin, damit die mal gucken, was alles an Verschleißteilen ausgetauscht werden muss. Normalerweise mache ich alles am Bike selber, aber ich habe diese E-Bike-Versicherung und da ist auch Verschleiß mit drin. Und genau deswegen fahren wir jetzt dahin. Die sollen mal durchchecken, was alles erneuert werden muss oder kann oder soll. Und dann wird das gemacht. Alles klar, meine Freunde. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns beim Händler. Ciao. So, ich bin jetzt hier angekommen. Hier hinten seht ihr Cube Store Simmerrad. Ich werde jetzt mein Bike runterschnappen oder runterpacken. Und dann geht es erstmal ab in die Werkstatt. Dann können die Jungs sich ums Bike kümmern. Und in der Zwischenzeit wollen wir mal gucken, ob wir ein paar 23er Modelle finden und angucken können. Alles klar, viel Spaß. Oh boy. Das neue 23er SLT Topmodell mit Kashima Dämpfer, Factory Kashima Gabel und hier Sahnestück, elektrische Schaltung, Rainbow Ritzel Kette, also Top Ausstattung, also Kashima Sattelstütze, schickes Teil. So, hier haben wir das erste Cube mit dem ABS-System. Ja, hier sieht man es. Magura Bremse, ABS Magura Bremse. Und ja, ich drehe das Bike mal um und dann könnt ihr es besser sehen. So, hier ist das ABS-System an sich. Hier der ganze Brocken hier. Und hier auf der Scheibe ist hier die spezielle ABS-Scheibe drauf.
Ihr seht hier das ABS-Logo. Könnt es mal anmachen. Ich habe gerade schon mal geguckt und zwar sieht eigentlich alles gleich aus. Ne? Hier auch die neuen, nach dem neuen Update, Höhenmeter, Navigation und ein Menüpunkt ist hier mehr. Das ABS-Menü und zwar kann man hier ganz normal auch mit der Raute ins Untermenü gehen und da sieht man Bremsdauer und Bremsweg. Der nette Herr hat mir gerade erklärt, man kann hier ABS zwischen Allroad umschalten, Allroad und Trail-Modus, also Allroad quasi für den Alltagsgebrauch, da ist das ABS aktiver quasi oder strenger, packt mehr ein und im Trail-Modus hat man mehr Freiheiten. Hier haben wir das 23er Trail-Motion, wie ihr seht, hier drüben steht das alte Modell, was ich habe, hier ist das neue, großartig hat sich nichts getan. So wie ich das sehe, nur die Rahmenfarbe. Na, hier hat man jetzt so ein Anthrazit-Stück drin. Der Rahmen hier vorne ist gräulich und man hat hier unten den großen Cube-Schriftzug drauf. Und was bei den ganzen neuen 23er Modellen neu ist, ist hier am Dämpfer sieht man nochmal 160er oder 140er Logo. So, Bike ist zurück. Ich habe eine neue Cap bekommen von den Jungs. Die waren super nett im Laden. Haben sich bedankt, dass ich bei ihnen Videos gemacht habe. Ich habe mich bei euch zu bedanken. Vielen Dank, Cube Store Simmerath, für den super netten Service und die nette Beratung. Und vor allem auch, dass ich bei euch überhaupt filmen durfte. Ja, also Bike ist zurück. Bike ist fertig. Ich habe einen neuen Hinterreifen. Den zeige ich euch jetzt gleich. Und nochmal danke an Cube für die coole Cap und vielen Dank nochmal, ihr wart super. So, da ist mein neuer Hinterreifen, Schwalbe Big Betty 27,5 x 2,4 in der Soft-Variante. Und den Reifen hatten sie leider nur noch einmal da oder auf jeden Fall nicht passend für vorne. Deswegen bleibt jetzt vorne erstmal noch mein Assegai drauf. Ich werde mir den gleichen Reifen aber auch passend für vorne bestellen, damit ich mal einen Vergleich habe zwischen Schwalbe und Maxxis, vor allem auch, ob wir dann den Roll- oder Abrollwiderstand runterkriegen und das Bike vernünftiger läuft. So, meine Freunde, ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause. Nochmal vielen Dank, Cube Store. Hier hinten seht ihr den Laden. Da ist der Eingang zum Laden und hier ist der Eingang zur Werkstatt. Danke für die Cap. War auf jeden Fall cool. Und ich mache mich jetzt auf die Heimreise. Haut rein, meine Freunde. Ciao, ciao. So, meine Freunde, ich bin wieder zu Hause. Wie ihr sehen könnt, es ist arschkalt. Wir haben wieder minus 5 Grad und es wird auch schon dunkel. Ich wollte euch das hier mal gerade zeigen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, 143,85 Euro. Das ist die Rechnung vom hier Cube Store. Das hätte ich bezahlen müssen, hätte ich keine Wertgarantie oder E-Bike-Versicherung, wie es bei mir heißt. Mich hat die ganze Sache nämlich gar nichts gekostet. Keinen einzigen Cent. Es wurde der hintere Reifen getauscht, es wurden beide Bremsbeläge getauscht, beide Bremsen wurden entlüftet. Die Kette, das Ritzel und alles andere war noch in Ordnung, musste dieses Mal nicht mitgewechselt werden. Und ja, ich bin dieses Jahr knapp 1500 Kilometer mit dem neuen Bike gefahren. Auch ziemlich harte Trails, jetzt also von der Kilometerzahl her ist es nichts Besonderes, aber ich bin auch ordentlich damit geballert mit dem Rad. Hab das auf gar keinen Fall geschont und ja, wie ihr seht, mich hat das ganze Jahr an Verschleißteilen gar nichts gekostet, 0 Euro. Deswegen kann ich jedem von euch nur ans Herz legen, geht ihr euch ein E-Bike kaufen, das eh schon verdammt viel Geld kostet, dann tut die paar Euro investieren und schließt so eine E-Bike-Versicherung ab. Achtet natürlich darauf, dass da auch Verschleißteile und Ersatzteil mit abgedeckt ist. Und dann kostet euch die ganze Geschichte nämlich genauso viel wie mich, nämlich gar nichts, nur ein müdes Lächeln. Alles klar. So, nochmal an Cube Store Simmerath. Vielen Dank für die Cap, vielen Dank für den super netten Service. Ist auf jeden Fall ein sehr cooler Laden, den ihr da habt und ist auf jeden Fall auch ein Besuch wert. Und an euch alle anderen, ihr kennt das Ganze, bleibt gesund. Meine Freunde, wir sehen uns, bis bald im Wald. Haut rein, ciao.